Hallo. Ja, wie ihr gesehen habt, gibt es heute das dritte Video von meiner Wanderhall Select Kooperation. Und es geht einerseits um die Stanzen. Also das war ja so ein Doppelpack. Und die Stempel, Moment, so sechs ist ja besser. Die Stempel habe ich mir ja auch noch aussuchen dürfen. Die kommen halt auch zum Einsatz, also einer davon. Und zwar habe ich mir, also das sind ja an und für sich Stanzen, um sich so ein großes Kuvert zu machen. Ich habe da auch eins gemacht, allerdings ohne viel Schnickschnack. Also ich habe mir da wirklich nur das Klackerle gemacht und habe ihm dann noch mit der Schablone da das Mandala drauf gemacht und da unten habe ich eben einmal den Stempel, den habe ich auf einen Teebeutel gestempelt und dann grob ausgeschnitten und da drauf dann, dass er sich einfach ein bisschen abhebt. Und dann habe ich noch mit brauner Farbe einfach so ein bisschen drauf gesprenkelt, dass es halt, dass erstens mal, dass das nicht ganz weiß ist und zweitens, dass es einfach so ein bisschen fleckig, crunchig ausschaut. Wie gesagt, da sind ja andere Sachen mit dabei. Es könnt da dann so einen Rahmen machen, nochmal innen drin einen Rahmen. Für die Klappe ist da nochmal ein eigener Aufleger mit dabei, Blümchen, die Quaste und da genauso. Da ist auch noch andere Quaste und da ist auch die Klappe ein bisschen anders. Also da wird es ausgestanzt und die sind auch noch mit dabei. Mit denen kann man im Prinzip den Bänderverschluss machen, wo man dann so hin und her tut. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt relativ einfach gehalten. Und das, was da reinkommt, das möchte ich mit euch heute basteln. Deswegen habe ich mir die Stanzen nämlich auch ausgesucht. Und zwar habe ich mir mit, auf der Seite, egal, mit der Stanze da, also eigentlich mit der Auflegerstanze. Ich habe da jetzt aber wirklich die große Big Shot rausholen müssen. In die A5 kriegst du die Stanzen nicht rein. Also die sind zu lang. Da müssen wir jetzt stickeln beim Stanzen. Aber jedenfalls habe ich mal jetzt mit der aus Aquarellpapier das einmal ausgestanzt. Und da habt ihr auch wirklich da auf der Seite Löcherlein drinnen. Das habe ich mir einmal. Und ich möchte da jetzt so ein Mixed Media Lesezeichen machen mit euch. Ich werde wahrscheinlich auch mit Strukturpaste bzw. mit Gesso arbeiten. Das muss dann trocknen, aber ja, da schalte ich halt dabei die Kamera ab und wenn es dann trocken ist, geht es weiter. Aber ich werde euch da jetzt komplett mitnehmen. Das Einzige, was ich jetzt schon vorgemacht habe, sechs, ich habe das mit Stempelfarbe ein bisschen geinkt, weil wie gesagt, es war ja weiß. Hinten ist derweil noch weiß. Ich weiß jetzt noch nicht dabei, dann wahrscheinlich, wenn es dann komplett fertig ist, ein Buchseiten oder Notenblätter oder so draufkleben. Gut, ich habe mir hergerichtet Schnipsel. Das ist ein alter Teebeutel. Also, den habe ich mir schon so in ein paar Teilchen gerissen. Dann habe ich da ein paar Schnipsel, Notenblätter. Da ist ja teilweise noch so ein bisschen Farb und Gaffel drauf, aber das passt gut. Und da habe ich noch so ein Seidenpapier. Das habe ich mal von der Christel gekriegt. Da hat sie mein Geburtstagsgeschenk, glaube ich, drin eingepackt gehabt. Ja, Christel, das wird alles verwendet. Das landet jetzt auf mein Mixed Media Lesezeichen. Das gefällt mir nämlich total gut, weil da so silberne Punkte drauf sind. Und im Prinzip gehe ich jetzt einfach mal her und lege mir die jetzt einmal so ja, drauf, wie man vordenkt, wie man denkt, dass sie die dann anbringen möchte. Ich glaube, so gefällt mir das gar nicht schlecht, weil ich werde da dann noch. Also da habe ich nochmal die Bücher gestempelt, nochmal auf einem Teebeutel, allerdings also jetzt auf keinen gebrauchten, sondern auf einem neuen. Und dann habe ich noch von einem anderen Projekt, die zwei Schmetterlinge übrig gehabt.
Die habe ich schwarz gestempelt und dann klar embossed. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die glänzen halt ein bisschen. Die mache die auch noch mit da drauf. Unter Umständen, weil wenn ich da jetzt nur das Buch drauf tue, das ist glaube ich dann ein bisschen fad. Oder ein Bücherstapel, so muss man sagen. Aber in erster Linie muss jetzt die mal klarerweise festkleben. So ungefähr halt. Gut, ich habe mal da jetzt wieder so, das ist ganz normal vom doppelseitigen Klebebandel, meine Schalele. Ups. Und dann nehme ich mal jetzt einfach mein Tacky Glue. Und hauen wir den da rein. So. Und dann kommt Wasser dazu. Das mache ich immer so gefühlsmäßig. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie viel Kleber oder wie viel sag's gleich. Wie viel Kleber, wie viel Wasser. Ich mache das einfach gefühlsmäßig. Und jetzt nehmen wir mal einfach einen Pinsel. Was nicht, da ist irgendwas so hart. Warum das? Mit dem mag ich auch nicht. Nein, nehmen wir doch dann. Und das verrühre ich mir jetzt. Den Pinsel müsst ihr danach gut auswaschen, wenn es mit Kleber arbeitet. Sonst könnt ihr ihn wegschmeißen danach. Also das wird jetzt im Prinzip einfach gut miteinander verrührt. Die Klebekraft wird durch das jetzt nicht wirklich beeinflusst. Das Einzige, was ich habe ihn flüssiger und kann ihn somit besser streichen, als wir, wenn er so dick ist. Also einfach gut verrühren, bis das Wasser nirgends mehr sich absetzt. Schaut dann so aus. Wie beim Teigbacken im Prinzip, oder beim Teigmachen, dass eine schöne homogene Masse wird. Und jetzt versuche ich, die Schnipsel ungefähr so aufzukleben, wie ich sie da kleben habe. Was jetzt unter Umständen gar nicht so leicht wird, aber ja, ich werde es probieren. Dabei die Kamera aber wieder schnell aufmachen. So, also ihr habt jetzt gesehen, ich habe teilweise die Teile von hinten eingestrichen, teilweise dann oben nochmal drüber, damit die einfach einen guten Halt haben. Jetzt muss man gleich gerade das gleich wegwischen da mit dem Babytuchel, weil sonst, ich meine, die Unterlage ist recht praktisch, die ist, ja, recht anspruchslos, sagen wir es einmal so. Ist im Prinzip einfach nur ja, zwei Tischsets in der Mitte zusammengeklebt. Hebt eh nicht mehr so gescheit, aber ja, für derweil reicht es nur leicht. Das muss ich jetzt natürlich gut trocknen lassen. Ich habe es jetzt ja mit Flüssigkleber gemacht. Weil wenn ihr das zum Beispiel das mit so einem Stift aufklebt, der ist nicht wasserfest. Wenn man da dann mit irgendwelchen wasserbasierenden Farben dann nochmal drüber geht oder eben mit Gesso oder was auch immer, kann sein, dass sich das wieder löst. Deswegen bin ich da jetzt auf den Kleber umgestiegen sozusagen. Aber das muss ich jetzt gut trocknen lassen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt ist es trocken. Und ich habe mir gerade überlegt, weil ich habe da drunter auch die Stempelfarbe und die ist aber, also die löst sich mit Wasser auf sozusagen. Wenn ich da jetzt mit dem Gesso drüber fahre oder mit meiner Strukturpaste, wird die vermutlich ja, reagieren drauf. Ich sage es jetzt einfach mal so. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich werde mit dem Mod Podge einmal drüber fahren, um das derweil einmal zu versiegeln. Den habe ich mir ganz neu jetzt auf Amazon bestellt. Da ist noch original zu, also wird halt Premiere. Und was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, während ich das trocknen habe lassen, ich habe mir selber Strukturpaste gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht, die ist ganz leicht rosarot. Und hat ein bisschen Glitzer drin. Aber ich glaube, das sieht man nicht. Gemacht habe ich die mit dem Gesso.
Dann, upsala, habe ich ein bisschen von der Farbe mit reingetan. Also sechs schon, die ist so leicht glitzerig. Dann habe ich noch das Rosa mit reingetan, ein bisschen eben, dass ich den leichten Rosaton habe. Und zu guter Letzt, damit das Ganze ein bisschen fester wird, ganz normalen Babypuder. Kann ich euch jetzt auch jetzt nicht irgendwie also ein Standardrezept geben, einfach machen und alles gut verrühren, ist klar, bis für euch das passt. Also meine ist jetzt im Prinzip so fest, dass sie nicht mehr wirklich tropft. Ich hoffe, sie ist fest genug. Aber das sehen wir nachher, wenn wir sie hernehmen. Sie rostet jetzt eh noch ein bisschen. Wie gesagt, ich werde jetzt da mit dem das versiegeln. So, jetzt muss ich es zwar schon mal lau kriegen, ne? Harsti. Gar nicht so einfach. Braucht irgendwas zum drunter tun. Jetzt. Das, was da am Deckel oben ist, das werde ich natürlich gleich verwenden. Ups, oder war nicht? Ja, jetzt schon. Okay. Ja, das nehmen wir gleich her. Ne? So. Ich streiche da jetzt einfach einmal überall drüber. Das sollte ja dann matt. Steht zumindest einmal oben. Ne? Auftrocknen. Ich bin gespannt. So, und man siehe und staune für das ganze Lesezeichen. Habe ich jetzt nur das vom Deckel hergenommen. Auch nicht schlecht. So. Jetzt wollen wir da einmal noch von oben nach unten. In der Hoffnung, dass ihr dann vielleicht weniger Bindelstriche rein habt. So. Dann lasse ich das jetzt natürlich wiederum trocknen. Geht aber meinen Pinsel auswaschen und bin gleich wieder da. So, getrocknet. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das hat jetzt so einen ganz leichten Schimmer, aber matt. Also es glänzt jetzt nicht so extrem. Gefällt mir gut. Und da werden wir jetzt eben mit der Strukturtaste, mit der gleichen Schablone, wie ihr draußen schon hergenommen habt, wenn wir da jetzt so Akzente setzen. Das einzige, meine Bücher kommen dann da unten her. Da mache ich natürlich keine Strukturtaste. Das heißt, ich kann im Prinzip einmal bis da oben fahren. Und dann vielleicht noch da herum. Müssen wir probieren. So. Da lege ich mir jetzt aber was drunter. Falls ich batze. Wie weit soll denn das einer gehen? Na, so weit mache ich das gar nicht. Ich glaube, ich mache das wirklich nur so bis daher. So. Meine Strukturpaste. So. Jetzt ist sie nochmal ums Kennen fester. Wie gesagt, die steht jetzt ja auch schon ein bisschen. Wo tue ich denn das jetzt schon wieder hin? Irgendwo habe ich einen Spachtel gehabt. Dann probieren wir das. Also, das ist jetzt absolutes experimentelles Versuchen. Weil. Das da draußen habe ich nur mit Gesso gemacht, ohne Babypuder, ohne alles. Und das sechste, das ist ziemlich verrommen. Deswegen machen wir das jetzt da herinnen mit Babypuder. Ja, okay. Jetzt bin ich natürlich abgerutscht, dann. Aber ist wurscht, es ist ein Mixed Media. Also ja.
Man kann sich alles schön reden im Leben. Nein, das gehört so. Da klebe ich dann ein Schmetterling drüber. Über das extrem Schlimme da. Dann hoffen wir, dass das da herum jetzt besser klappt. Ja, aber sollst du das ruhig sehen? Ja? Solche Sachen passieren jedem. Also, davor ist keiner gefeit, dass einem die Schablone wieder runterplumpst oder dass sonst schon der Blödsinn passiert. Hoffentlich. Ja, jetzt ist es ein bisschen schöner. So. Das lege ich jetzt auch dabei auf die Seite. Und mit der. Ich habe noch recht viel Spachtelmasse. Spachtelmasse, sage ich. Paste. Die tue ich mir jetzt dabei einfach da drauf, weil die tue ich jetzt sicher nicht vergeuden. Das kann man dann für ein anderes Projekt hernehmen. Ja, ich glaube, das ist eine Übungssache. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sechs. Aber es ist echt eine reine Übungssache. Also, das ist jetzt schon wesentlich schöner als davor. Ich habe immer noch so viel Struktur. Gut, die werde ich dann auch weiter verarbeiten, weil ja. Ein bisschen weit sind wir schon mal heben. Upsala. Jetzt habe ich euch einmal komplett im Wind geschossen. Sorry! Ich wollte mal ein Sortierchen holen da. So. Heute haben wir ein Chaos-Video. Oh. So. Wenn schon, denn schon. So. Und die muss ich dann auch unten im Waschbecken dann nochmal gescheit sauber machen. Aber ich habe die Hoffnung, ja, dass da noch ein bisschen was runtergegangen ist. Also wirklich viel sieht man nicht. Aber ich bin gespannt, ob das auch schon ganz trocken ist. Gut, ich lasse jetzt meine Strukturpaste trocknen. Und bin gleich wieder da. So, der nächste Schritt ist erledigt. Es ist getrocknet. Ich habe jetzt aber auch mit dem Embossing-Föhn ein bisschen nachgeholfen. Ich war ungeduldig. Jetzt kleben wir mal unsere Bierkalender auf. Ah, da ist Strukturpaste drauf. Juhu. Und ich habe kein Tuch mehr da. Ich habe echt kein Tuch mehr da. Nein. Ich muss den Teebeutel herheben. Schon Spazimmer da jetzt alles voll. So. Danach wieder Fingerschruppen gehen. So, aber jetzt. Das mache ich eben jetzt da unten aufkleben. Ich hoffe, mein Kleber ist noch. Ja, der ist noch. Nein, Blödsinn. Das mache ich jetzt auch mit dem da. Das klebt ja anscheinend an. Glue, ja. Ich habe das noch nie gehabt. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ja. Ich bin auch unwissend, was das betrifft. So, dann haben wir da mal ein bisschen Kleber drauf. Und das habe ich übrigens mit wasserfestem Stempelkissen gestempelt. Weil ich auch schon gewusst habe, dass ich da mit Kleber und sonstigem drüber fahre, dass da ja nichts sein kann. So. Das sollte halten. Den Pinsel nachher nochmal auswaschen. Das wäre jetzt aber echt kurz dünnen, weil. Ja. Jetzt wird es kurz laut. Sollte reifen, ja. Aber irgendwie, also das ist mein Gesso-Fleck.
Okay, egal. Gut. Ich habe mir da jetzt auch noch so einen leicht goldenen Faden ausgesucht. Dann mache ich die an irgendwie damit rein. Soll ja Mixed Media werden, ne? Dann kann ja alles Mögliche rein. Da werden wir jetzt einfach so ein Buchstabzeug vorholen. Wenn es denn funktioniert. Das mache ich hinter einen großen Schmetterling rein tun. So. So irgendwie. Wir haben ja gesagt, den großen Schmetterling kleben wir da her, wo der kleine Unfall passiert ist, damit das jetzt nicht mehr gar so auffällt, weil dann ist der Schmetterling im Blickpunkt sozusagen. Dann tue ich mir jetzt also ganz ein kleines bisschen auf. Und dann klebe ich jetzt aber echt gleich mit Flüssigkleber fest. Ups. Da rollen schon meine Stifte herbei. Und dann klebe ich jetzt aber nicht komplett, also die äußersten Teile von den Flügeln durch Krankkleber drauf, damit das ein bisschen aufstehen kann. Minimal, ich meine in einem Buch eigentlich eh sinnlos, aber ja. So. Und dann kleben wir den jetzt einfach da drauf. Und ich denke mal, der Faden wird durch den Schmetterling und durch den Kleber auch fixiert. Also den klebe ich jetzt nicht separat fest. Den kann man dann eh noch so ein bisschen zurechtzuppeln. Muss ich mal ja. Dass da herüber noch ein bisschen was ist. So. Und, wo ist der Kleine? Psst. Den Kleinen, den werden wir irgendwo da herum herentun noch. So, oder du jetzt keinen Faden drunter. Und auch den klebe einfach mit Flüssigkleber fest. Ja, da habe ich mir echt angetan und habe die Fühler ausgeschnitten. Ja, überall. Den klebe einfach komplett plan auf. So, das ist jetzt durch das, dass ich es geföhnt habe, sechs schon etwas verbogen. Das lege ich dann über Nacht in ein dickes Buch ein und dann sollte es morgen wieder schön sein. Das habe ich bei mehreren Lesezeichen schon gehabt. Also das kann man ganz leicht wieder beheben. Und die sind ja eh schon einer gold. Ich möchte jetzt noch gerne goldene und schwarze Flecken da drauf machen. Das wird jetzt ein bisschen eine Batzerei, aber ist recht lustig. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Unterlage habe. Die ist echt super. Die sind auf Wasserbasis und metallisch. Und von daher kann man die, also zuerst müsste sie schütteln. Und dann brauche ich mein Dotting-Tool. Und dann kann ich mir da so Sprenkeln drauf machen. Und dann kommen die Spitzen wieder raus. Ich nehme die nur so her. Deswegen ist meine Spitzen da vorne schon recht locker. Ich muss echt aufpassen, dass man den nicht. Mir ist das echt schon mal passiert, dass sie mal rausgekugelt ist und dann habe ich einen riesen Fleck gehabt. Und das mache ich natürlich nicht. So. Einmal. Und dann machen wir mit Gold das auch noch. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht, aber ich habe da jetzt natürlich überall Sprenkel. Also nicht gleich auf meinem Lesezeichen. So, da herunten noch ein bisschen.
Und ich würde sagen, das lasse ich jetzt gut sein, bevor noch ein Unfall passiert. So. Und dann haben wir unser Lesezeichen fertig. Durch das, dass das jetzt wasserbasierende Farben sein, könnte man da rein theoretisch, tue ich jetzt aber nicht. Das soll ich einmal tun, damit es 6, der da oben ist, so fisch kriegt. Hoffentlich verhunzen wir das jetzt nicht. Man kann da mit Wasser drüber sprühen. Okay. Ich bin jetzt mutig. Aber jetzt, also das Video geht online. Ob das jetzt dann scheiße ist, Grün, Entschuldigung. Die sind schon zu eingetrocknet. Na, jetzt kommen sie. Ich habe da Aquarellpapier. Ich habe alles versiegelt. Also von dem her. Ja. Sie verrinnen. So. Lassen wir ein paar goldene Erne drauf haben, weil sonst sieht man mein Buch halt fast nicht mehr da. Also da muss ich das jetzt dann wieder ein bisschen wegputzen. Das schaut jetzt aber echt. Das schaut jetzt gar nicht schlecht aus. Ich muss jetzt gleich schnell ein Tuch holen. Moment. So, feuchtes Babytüchelchen. Und dann gehen wir das da wieder wegtupfen, wo meine Motive sein, weil die sollte man halt dann schon noch gescheit sehen, ne? Gut, dass ich das alles mit dem wasserfesten Teil da gemacht habe. Vielleicht sollte ich da auch mal drüber wischen. So. Ich meine, hinten kommt dann eh noch was drauf, aber den habe ich natürlich nicht versiegelt, aber ja. Ich werde es jetzt auch so lassen. Das gefällt mir nicht, das ist ein bisschen zu viel. Man kann im Prinzip eben durch das, dass das jetzt nass ist, wieder ein bisschen Farbe übernehmen. Theoretisch. Praktischer. Gut. Das muss jetzt natürlich trocknen ohne Ende. Das ist jetzt nass, ja. Das werde ich jetzt über Nacht auf die Heizung legen und dann erst morgen in der Buch rein tun. Aber im Prinzip habt ihr jetzt einen Mixed Media oder ein Mixed Media Lesezeichen. Und ich finde halt einfach, deswegen habe ich mir auch die ausgesucht, die Größe von der Stanze da, die jetzt nicht mehr rausgehen will. Ne? Finde ich einfach ideal für Lesezeichen. Also es ist eine richtig schöne Größe und so in einer A5 Buch, dann schaut das oben noch richtig schön aus und ja, finde ich ideal. Und was ich dann eben ganz toll finde, dass ich dann ein Kuvert dazu machen kann, das ist jetzt einfach nur verbogen, weil ich es nass gemacht habe, das kommt bei einem Buch rein. Aber du kannst das dann da reinstecken, also das steckt jetzt nicht rein, weil es nass ist, aber du kannst das dann, weil eigentlich war das ja der Aufkleber für da drauf, du kannst das dann da reinstecken und kannst das dann so verschenken und von dem her finde ich das total super. Also das war eigentlich der Hauptgrund oder die Hauptidee, warum ich mir das ausgesucht habe, weil ich mir gedacht habe, da kannst du super Lesezeichen machen. Hast dann mehr oder weniger den gestitchten Rand außen um auch noch, was ich sowieso schön finde. Und ja, dann hast du ein tolles Lesezeichen und kannst es noch im passenden Kuvert einpacken. Und von dem her habe ich total super gefunden. Und ups, wo sind sie? Die sind natürlich auch super. Ich meine, Bücher, Lesezeichen, ja, ideal. Und wie gesagt, der Bücherstapel gefällt mir irre gut. Das mit dem kleinen Tintenfassel finde ich auch total super. Das ist sicher auch schön. Aber das hat sich jetzt halt schön angeboten. Eben fürs erste Lesezeichen sozusagen. Ich werde es jetzt gut trocknen lassen. Ich werde euch dann am
Ende vom Video nochmal ein Foto einblenden, wie es dann im trockenen Zustand ausschaut, weil unter Umständen verändert sich das nur ein bisschen im Trockenmodus. Aber prinzipiell war es das jetzt dann für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise auch die Idee, einfach einmal Mixed Media ein bisschen auszuprobieren. Wie gesagt, es braucht sich da nicht extra eine Strukturpaste kaufen. Es könnt es, wenn es gerade Gesso daheim habt, könnt ihr auch einfach weiße Acrylfarbe nehmen. Wichtig ist halt der Puder, um das Ganze einfach ein bisschen dicker zu machen. In meinem Fall, ich hätte es nur ein bisschen dicker machen müssen. Aber wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich es probiert habe. Und das habt ihr gesehen, ihr könnt es in jeglicher Art und Weise einfärben. Einfach irgendeine Farbe dazu tun oder Glitzer dazu tun oder ja, wie es lustig seid. Und dann kann man auch irgendwelche anderen Lesezeichen machen. Weiß ich nicht, mit funkelglitzernde Einhörner drauf für ein Mädel oder weiß ich nicht, mit einem Drachen drauf für einen Buben oder ja, was euch halt so einfällt. Aber ich finde einfach, ja, ich finde die Bestandsform einfach ideal, weil es einfach auch viel Platz für Kreativität lässt in dem Fall. Kannst du klarerweise auch schön zuschneiden, aber ja, ich finde den gestitchten Rahmen einfach super. Deswegen. Gut, dann war es das jetzt wirklich für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was ihr immer habt. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Tschüss!